Papst Benedikt XVI. Hat seinen langjährigen Privatsekretär Georg Genswein zum Bischof geweiht. Bei einer feierlichen Zeremonie im Petersdom erhielt der ständige Begleiter des Papstes den Rang eines Erzbischofs. Die Entscheidung wird als Vertrauensbeweis gewertet, nachdem der Vatikan im vergangenen Jahr durch die Weitergabe vertraulicher Dokumente erschüttert worden war. Neben Genswein erhielten drei weitere Geistliche die Bischofsweihe. Am heutigen Dreikönigstag hat Bundespräsident Gauck im Schloss Bellevue die Sternsinger empfangen. Kinder aus dem Bistum Mainz überbrachten ihm den traditionellen Segen. Bundesweit sind rund um den Jahreswechsel etwa 500.000 Sternsinger unterwegs. Sie gehen von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Das jährliche Sternsingen gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.